Unser erster Referent ist Marco Zünd. Er hat 1991 das Büro gegründet, zusammen mit Lukas Bohl. Er war Assistent an der ETH bei Hans Kollhoff und hat dann verschiedene Lehraufträge gehabt in St. Pölten und in Kaiserslautern und ist jetzt aktuell ordentlicher Professor an der TU Kaiserslautern. Und er zeigt euch heute einen Umbau in Büsserach. Also vielen Dank. Ich darf da den Anfang machen. Ich probiere es mit Baseldeutsch, weil es das besser geht so. Ich bin mir nicht gewohnt, das Format. Wir probieren es jetzt einfach mal, wie schief das geht, nicht? Wir haben hier ein kleines Projekt, das wir in Büsserach gebaut haben. Das ist im hinteren Laufental von Basel aus gesehen. 2500 Einwohner. Ein kleines Haus, dort mit drin. Das ist das hier. Ein Schulhaus, das für die Gemeinde eigentlich sehr wichtig war, weil es einerseits einen Erinnerungswert darstellt, aber auch in diesem Haus eigentlich das erste Mal so die Infrastruktur zeigt, die gebaut worden ist um 1874. Ganz ein einfach symmetrisch aufgebautes Haus mit zwei Zimmern hier, zwei Schulzimmer und ein Gang dazwischen und hinten ein paar Toiletten. Orientiert auf die Strasse, also ein Haus, das sich eigentlich ganz klar zur Gemeinde orientieren will. Das sind ein paar Bilder, wie das ausgesehen hat, was einem gerade auffällt. Das Haus hat da hinten und da vorne. Es hat vorne so eine ganz sparsame tektonische Gliederung mit Gewänden, Zweigeschosser und gegen den Hof sieht man dann die Fassade, die eigentlich wie so nicht ganz fertig aussieht mit diesen Toilettenanbau. Wir haben die Aufgabe gehabt, an das Haus etwas anzubauen, das einerseits das Haus behindertengerecht macht, aber es auch für Vereine und Kinderhort aufdatieren. Und aus dieser Aufgabenstellung heraus ist auch gestanden, dass man versuchen sollte, das Haus nicht von hinten, von vorne zu erschliessen, nämlich von hier, sondern von der hinteren Seite, weil das weniger gefährlich ist für einen Kinderhort. Und wir haben uns dann die Aufgabe gestellt, eigentlich zwei Häuser zu machen, die ein bisschen zufälligerweise ein bisschen noch zusammenstehen, auch wenn das nur schliessende oder sagen wir Nebenräume sind für das grosse Haus, haben wir versucht, zwei Häuser daraus zu machen. Das eigentlich das Haus umzukehren, dass es gegen hinten Fassaden entwickelt, wie es gegen vorne auch hat. Da sieht man die symmetrische alte Fassade gegen vorne und hier die neue symmetrische Fassade gegen hinten, mit auch ebenfalls einer ausgiebigen Treppe auf den Aussenraum. Ob es dann gerade weitergeht? Jawohl. Das Haus hat sehr eine eigene Autonomität bekommen. Wir haben das ganz anders konstruiert wie das Haus vorne, das ja ganz symmetrisch ist mit dem Steinkörper. Wir haben es quasi umgekehrt und innen eine Struktur gebaut mit einem Lift, mit einem Stützen und einem Schacht und ein paar Betonplatten dazu und einem Sockel. Das Ganze ist dann eingehüllt worden mit einer Holzfassade, die man hier sieht, die dann einerseits diesen Zugang hat, diesen Zugang hier durch und von da vorne kann man rein. Und das wird dann hier umfasst mit dieser Holzfassade. Also ein etwas Gegenteil von dem. Also ein eigenständiges Haus, das ganz einen eigenen Charakter bekommt. Im Inneren natürlich sieht man sehr schön, wie das Haus eigentlich sehr schöne unterschiedliche Höhe hat in diesen drei verschiedenen Geschossen, die wir versucht haben weiterzunehmen, aufzunehmen und dadurch erzeugen sich dann eigentlich die hinteren Erschließungsräume für das alte Gebäude, das dann eins bildet. Ein paar Referenzen. Das ist natürlich eine Referenz aus der Region von einem industriellen Bau, wo eigentlich kein Haus ist, sondern eine Infrastruktur. Und das hier ist natürlich eine Villa, die aber natürlich landschaftlich funktioniert, also wo der Raum da vorne bespielen will, inszenieren. Zwei andere Bilder, gerade aus einem Haus nebendran, wo ein Lauben angebaut ist, an den Putzkörper da hinten, wo dann das Haus quasi von dort erschlossen wird. Also die ganze Infrastruktur hängt auch dort, wie selbstverständlich, hinten an dem Haus dran. Kommen Sie sich gerade die Nächsten? Jawohl, genau. Und hier sehen wir dann noch, wie wir das gemacht haben. Wir haben dann versucht, tatsächlich so ganz konstruktiv zu argumentieren über die verschiedenen Schuppungen, wo dann auch, sieht man noch einmal, die Höhe vom Haus, vom bestehenden Haus interpretieren, aufnehmen. Der Sockel ist die gleiche Höhe, die durchgeht, wo so versucht, den Zusammenhang zwischen diesen zwei Häusern zu erzeugen. Es ist gerade fertig, darum sind die Bilder so ein bisschen lausig. Das ist das grosse Gebäude mit dem nebendran, da, wo ich erzählt habe, davor, und da vorne durch das alte Schulhaus gegen die Strasse raus.
Es geht weiter. Hier sieht man noch so ein Bild von dieser Schichtung, wie das funktioniert. Im Zwischenbau, es gibt natürlich noch den Zwischenbau, wenn man die zusammenhängt, dort haben wir dann die zwei Häuser zueinander geschlossen über die Thematik von einem Raum, der immer ein bisschen schmäler wird gegen oben und auch die Proportion in der Höhe abnimmt. Und so versucht die zwei Häuser tatsächlich so eine Einheit zu erzeugen. Das alte Haus hat eine sehr schöne Farbigkeit gehabt, die man wieder gefunden hat, die man eigentlich wieder ausgegraben hat und restauriert hat. Und die Putze hat man lassen können, die Steine auch. Also sehr eine denkmalpflegerische Sanierung von dem vorderen Haus, wo dann ein paar Einflüsse hat auf innen. Ja, denkst du, ja, nicht schlecht. Das ist der Blick von dem neuen Bau in die Erschließung, die wir auch neu gemacht haben. Und die zwei grossen Räume mit diesen zwei Stützen, wo die alten Schulzimmer sind. Man kann jetzt das Haus von zwei Seiten erschließen, nämlich über die Tür da vorne und über die Tür da hinten. Es gibt eine gewisse Farbigkeit in diesem Gebäude, die initiiert ist über die Farbigkeit von außen, die dich weiter ins Innere trägt, mit dem etwas eher rekonstruktiven Gedanken im Altbau, wo versucht, den Horizont aufzunehmen mit dem Blau, den wir auch hier gefunden haben, wo dann weitergetragen wird in die einzelnen Räume. Das ist einer von diesen Schulzimmer-Ehemaligen, wo über Eck mit der sehr schönen Befenstrung funktioniert. Es kommt noch ein zweites Bild vom nächsten Raum, nämlich von dem, da geht es dann lang natürlich. Geht es ja, da kommt es ja. Vom Neubau, wo dann eben die Asymmetrie hat im Grundriss und sich dann über das große Fenster zu dem grossen Außenraum von dem Außenraum von dem orientiert. Da sieht man quer durch. Entlang von diesen zwei Häusern. Und dann noch das Letzte, das sind die zwei Fassaden, die eigentlich gegenüberstehen und so wie dem Haus einen ganz neuen Charakter verleihen in diesem Dorf. Das wär's.